Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was wir heute diskutieren, ist ein Beispiel für kollektives Politikversagen. Und man könnte sagen, fast kollektives, weil immerhin drei Fraktionen hier im Niedersächsischen Landtag daran beteiligt sind. Zunächst einmal, es ist erstaunlich, da gibt es einen Arbeitsauftrag, einen schlichten, wenn auch relativ komplexen zugegeben, aber eben doch einen schlichten Arbeitsauftrag seitens der EU, nämlich die EU-Datenschutzgrundverordnung innerhalb von 2 Jahren umzusetzen. Was macht Rot-Grün? Nichts. Sie fasst das schlicht nicht an. Dann auf einmal merkt man, oh, der 25. Mai 2018 rückt immer näher, dann gab es noch eine Landtagswahl, dann gab es noch eine geänderte Regierungsmehrheit. Dann setzen sich SPD und CDU daran und machen, na, man kann nicht sagen nichts, aber jedenfalls nichts Besseres. Denn was hier vorgelegt wurde als Entwurf der Regierungsfraktion ist, und das klang vorhin schon mehrfach an, ich kann es bloß noch mal betonen, eigentlich das Papier nicht wert, auf dem es steht. Man hat hier nicht mal sich die Mühe gemacht, den GBD in einem Maße einzuarbeiten, wie das, und der Kollege Lechner hatte ja vorhin von Hochreck gesprochen, und ich denke gerade, juristisches Hochreck erfordert, dass wir den Gesetzgebungs- und Beratungsdienst ja auch intensiv in die Beratung einarbeiten. Und da kann es nicht angehen, dass man diese Beratung auf eine Dauer von 2 Monaten beschränkt. Da kann es auch nicht angehen, dass wir dann im Rechtsausschuss hören vom GBD, ja, wir sind quasi nicht eingebunden worden, wir konnten bloß eine kursorische Durchsicht des Entwurfs vornehmen, mehr war in der Zeit nicht möglich. Wir brauchen, auf meine Nachfrage hin, wurde das gesagt, ungefähr 6 bis 12 Monate, um dieses komplexe Gesetz vernünftig prüfen zu können. Was aber trotzdem, obgleich es bloß eine kursorische Prüfung dieses Gesetzes gab, dem GBD aufgefallen ist, sind eklatante Mängel bis hin zur Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes, es wurde eben schon angesprochen. Da wird dann gesagt, ja, wir machen es aber trotzdem, weil lieber ein verfassungswidriges und völlig mit Mängeln übersätes Gesetz als gar kein Gesetz. Ja, aber so ist es doch nicht, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben, auch das klang eben schon an, die EU-Datenschutzgrundverordnung, die unmittelbares Recht wird ab dem 25. Mai 2018. Das ist richtig. Aber wir haben keine größere Rechtssicherheit dadurch bekommen, dass wir ein Gesetz hier verabschieden wollen, das, wie gesagt, diverse Lücken, diverse Mängel aufweist und sogar nach meiner Überzeugung verfassungswidrig ist. Und Frau Osigus, es kann doch nicht angehen, aus meiner Richtersicht muss ich da mal eben kurz noch mal drauf eingehen, es kann nicht angehen, dass Sie sagen, ja, mag ja sein, dass unser Gesetz so falsch ist, aber die Gerichte biegen das dann wieder gerade. Es ist doch nicht die Aufgabe der Gerichte, die Fehler, die in der Politik gemacht werden, gerade zu biegen. Die Gerichte wollen eine vernünftige Grundlage, wo sie Recht anwenden können. Und es ist die Aufgabe der Politik, diese Grundlage zu schaffen. Und ein Gesetz, was so viele Mängel aufweist wie das, über das wir heute debattieren, das schafft diese Grundlage eben nicht. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit, man verabschiedet es nicht, sondern man berät es erstmal grundlegend und solide, dass wir eben eine vernünftige Basis haben, auf die wir eine vernünftige Gesetzesnovellierung durchführen können. Und wenn da die Angst kommt, oh Gott, dann gäbe es Rechtsunsicherheit, dann gäbe es eventuell sogar Schadensersatzpflichten, weil das Land Niedersachsen das sich umgesetzt hat. Ich weise darauf hin, Schadensersatzpflichten gelten für das Land Niedersachsen eventuell auch dann, wenn sie ein Gesetz so fehlerhaft umsetzen, wie das jetzt das Vorhaben ist. Also insofern setzt sich das Land sogar einer Schadensersatzgefahr aus. Hinzu kommt ganz am Rande, auch das wurde im Ausschuss debattiert, wir haben noch nicht mal eine wirklich verlässliche Übersetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung. Das bedeutet, es wird also ohnehin noch nachgebessert. Und hinzu kommt auch, darauf möchte ich auch noch mal hinweisen, sehr viele andere Länder haben es auch nicht vermocht. Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber das ist insoweit bedeutsam, als dass wir dann noch ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen könnten und ein bisschen mehr mit Solidität arbeiten könnten. Dann noch der Kollege Emden, der Kollege Oetchen möchte eine Zwischenfrage stellen. Sofort, wenn ich den Satz beenden darf, dann bitte, haben es nicht vermocht, die Datenschutz-EU-Grundverordnung bereits umzusetzen. Bitte. Danke, jetzt das Saalmikro, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Emden. Ich bin gerade etwas erstaunt ob Ihres Redebeitrags, weil in den Beratungen im Innenausschuss, der ja federführend für dieses Gesetz gewesen ist, der Kollege Ahrens, der dort Ihre Fraktion vertritt, zugestimmt hat am Ende bei der Schlussberatung und auch bei den Einzelabstimmungen zu den einzelnen Paragraphen. Insofern wundere ich mich ein bisschen, woher dieser Sinneswandel kommt, auch wenn ich ihn inhaltlich teile. Ja, das, Herr Kollege, das kann ich Ihnen erläutern. Es gibt ja nun mal 2 Ausschüsse. Es gibt einmal den Innenausschuss, in dem das federführend beraten wurde, das ist richtig. Es gibt aber auch den Rechtsausschuss, in dem es eben auch beraten wurde. Und aus einer juristischen Sichtweise heraus
betrachte ich das anders. Wir haben intensive Diskussionen der Fraktionen geführt und wir von der AfD sind in der Lage, unsere Position zu reflektieren und eventuell zu einer Neubewertung zu kommen, wenn die Argumente dafür sprechen, etwas anders zu sehen. Wir sind also nicht Betonköpfe, die stets bei ihrer Meinung bleiben, sondern ein intensives Gespräch in der Fraktion, auch zwischen mir und dem Kollegen Ahrens, hat dazu geführt, dass ich ihn überzeugen konnte, dass es so, wie wir jetzt votieren werden und wie Sie es auch in meinem Redebeitrag entnehmen können, richtig ist. Ich möchte anschließend noch auf eins eingehen. Ich fordere also noch mal hier nachdrücklich auf, dass wir, wie gesagt, eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Gesetzesentwurf vornehmen. Ich fand die Idee gut, der Rücküberweisung in den Ausschuss. Ich weise noch mal darauf hin, es wird nicht erforderlich sein, wir lassen nichts anbrennen, wenn wir jetzt erstmal ein vernünftiges Gesetz schaffen. Das ist ein Gesetz, von dem wir jetzt schon wissen, dass es so keinen Bestand haben wird, weil wir es grundlegend überarbeiten müssen. Hätte ich jetzt noch mehr Zeit, würde ich auch noch auf Details eingehen, aber da wurde ja schon einiges seitens FDP und Grüne erwähnt, was hier an Kritik anzubringen ist bei diesem Gesetz. Auf jeden Fall. Sie müssen zum Ende kommen. Danke, letzter Satz. Kann es nicht angehen, dass sowas wie dieser Gesetzentwurf hier zur Verabschiedung kommt? Das ist ein Armutszeugnis für die Politik hier. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Emden. Nur zur Klarstellung, Sie hatten sich auf Herrn Ohnei bezogen, dass Sie die Idee der Rücküberweisung gut fänden. War das ein Antrag oder nur ein Gutfinden?